Was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann, das ist das, wenn man heute in ein Gasthaus geht, die Speisekarte anschaut und bestellt sich einen Wiener Schnitzel, kriegt man automatisch Pommes frites dazu. Pommes frites kannten wir nicht. Und als sich dann rumgesprochen hat, da gibt es an der Ecke der, ich denke, es war die Hohenzollern, ich weiß gar nicht mehr, Hohenzollern Leopold, gab es das Picknick. Picknick war so, ja, Schnellfressbude, wie man sowas nennt. Und die hatten Hotdogs und hatten Pommes. Und da ist ja halb München hingefahren, um Pommes zu essen, weißt du, weil es das vorher bei uns eigentlich nicht gegeben hat. Da waren halt immer Bratkartoffeln dabei oder irgend sonst was. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Heute gibt es Pommes überall. Also, da kommt McDonald's und sowas noch dazu. Aber das war nicht, dass man sagt, dass es eine Spezialität war, aber es hat es so nirgends gegeben. Also musste man da hinfahren, da ist eine Tüte Pommes sich geholt. Da ist immer richtig zugegangen im Picknick. Da war schon was los, ja. Weil es war halt bekannt, da kriegt man das. Und erst nach und nach hat sich die Gastronomie ja dann da hier angeglichen und heute ist Pommes kein Thema mehr, ja, die gibt es überall. Ja, das waren so diese speziellen Geschichten, da, wo man, wenn man jetzt so 50 Jahre zurückdenkt und sagt, Mensch, wir waren ja ungebildet, wir waren ja ganz, ganz arme Hund, wenn wir für Pommes nach Schwabing haben fahren müssen. Es ist uns nicht abgegangen. Man hat es nicht gekannt und damit ist es auch nicht weggefallen. Moped natürlich, Motorisierung, auch so ein Thema, wo die dann ihre Mopeds, also so NSU Quickly oder Zündapp, was weiß ich, Kreidler Florett, ganz ein berühmtes Moped, die sie dann aufgetunt haben, ja, mit Äther teilweise gefahren sind, weil da kriegt das ein paar PS mehr oder was. Ich bin technisch völlig unbeschlagen. Aber die Mopedzeit war natürlich schon gut und da kam natürlich dann auch diese Lederkleidung langsam so dazu, die Lederjacken, Jeans, Haartolle. Brisk im Haar, ja, dass man das schön gehalten hat. Coverstiefel. Ja, ein bisschen später. Das war eigentlich noch nicht so. Aber die Jeans, die heute sind sie die Oper-Jeans an, das ist sowieso unvorstellbar. Aber damals war das noch, das war richtig revolutionär, man muss es fast sagen. Ja. Und es war halt die erste Generation Jugend, die aufbegehrt hat gegen die Generation davor und so. Und die haben sich also auch nichts gefallen lassen. Nicht? Und wenn es Ärger gegeben hat, hat es Ärger gegeben. Es war denen völlig wurscht. Ja, dann hauen wir halt zu. Das ist halt so passiert. Ja. Man hat ja da damals sogar von einer halbstarken Plage gesprochen. Es gab eine Anhörung im Bayerischen Landtag, alles mögliche Zeug. Aber hat sich dann von selber erledigt. Also so, man muss einfach so sagen, ab 63, 64, es kam eine neue Musik, es kamen die Beatles. Und in der Folge dann die Hippie-Zeit und was noch alles. Da hat sich dann das mit den Halbstarken eigentlich von selber gelöst. Es war einfach so das Problem, wenn es ein Problem überhaupt gewesen wäre, das gab es nicht mehr. Es ist eigentlich schade, aber es gibt immer noch so eine natürlich immer kleiner werdende Szene, die diese Zeit noch voll mitgemacht hat. Das sind so die Geburtsjahrgänge 1935 bis 1945 so rum, die sich schon noch ab und zu treffen, vor allem wenn irgendwo eine Band spielt, diese Musik macht, also aus den 50s und aus den 60s. Aber wie gesagt, das werden natürlich immer weniger. Und es ist vor ein paar Jahren der Paul Würgers gestorben. Der Paul Würgers ist ja die Münchner Rock'n'Roll-Legende gewesen. Wir waren natürlich auch auf der Beerdigung, wir haben ihn natürlich auch gut gekannt. Und das war eine Beerdigung eines Rock'n'Rollers würdig, man kann es also nicht anders sagen. Da war der Sarg auf den Stufen der Aussegnungshalle aufgestellt und dann kam eine Beerdigungsrednerin, die noch dazu, so wie ich, also im Münchner Dialekt geredet hat. Und dann alles war da, was in München mit Rock'n'Roll zu tun hat und dann sind wir zu dem Grab gegangen. Und wir kommen an das, und der Sarg natürlich auch, und dann kommen wir an das Grab. Ich denke, ich sehe nicht recht. Steht ein Schlagzeug, stehen zwei große Lautsprechertürme, zwei Mann mit dem Tenorsaxophon, ein paar mit Gitarre. Und ich dachte, da bin ich jetzt gespannt, was da jetzt passiert. Wie wir näher gekommen sind, haben die ersten Töne gespielt. Crossfire, eine Nummer von den Shadows, die der Paul Würgers auch immer gespielt hat. Und dann hat die nochmal gesprochen. Und dann haben die aber richtig losgelegt. Da kam dann, die haben die eingezählt
Und dann, well, I see my baby walking, also mit See you later, Alligator, wurde hier gespielt. 400 Leute haben gewippt mit den Füßen. Wenn die noch eine Nummer gespielt hätten, hätten die getanzt dann drauf, mit hundertprozentiger Sicherheit. Aber das war eine Beerdigung, die war sensationell. Paul Würgels, da kann man bloß träumen davon. Rock'n'Roll-Zeit.